Und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unterwegs in Düsterburg. Ich habe hier weitergemacht, denn ich konnte keinen Speicherpunkt finden. Ja, ich würde sagen, wir besiegen jetzt erstmal die dreckigen Wachen hier vorne. Wobei, ich würde schon gerne erstmal speichern. Speichert er nicht beim Schlafen? I'm not sure. Wir versuchen es einfach mal. Nein, er speichert nicht. Wo können wir jetzt hingehen zum Speichern? Wo gab es denn das letzte Mal zum Speichern? Das letzte Mal gespeichert habe ich im Wirtshaus. Ach Gott, wo kann ich denn nur speichern, Leute? Ach, ich denke mal, ich könnte auch die Monster so besiegen, oder? Easy going. Kommt doch her, ihr Monsterchen. Ich kann euch... Stehen geblieben. Was ist euer Ziel? Ihr habt lang genug genervt. Es wird Zeit, dass wir euch in die ewigen Jagdgründe verfrachten. Ein vorzüglicher Einfall, wo ich heute doch noch gar nicht diniert habe. Gehörnte Dämonkräfte an, düsterschreckreifer. Wir hauen jetzt erstmal alles auf den gehörnten Dämon. Er macht mal einen Bummel mit Stoßgebet, gehörnte Dämon. Sie macht Magie. Cool, bezaubernd. Musik, Tanz der Sonne auf den gehörnten Dämon. Let the bitter flow. Wieder auferstehen lassen. Und er macht bei der Tanzsaison auf. Genau, ein Dämon. Grandy sagt kein Turm mehr. Danke, bleibt da sein. Die Pop bleibt da sein. Darius sagt kein Turm mehr. Warum soll ich denn noch was sagen? Stirb! So. Du hast mal eine Attacke gehandelt. Dämon. Nee, es wäre eigentlich schlauer, wenn du die Gegenstände. Noch so viel von. Und er macht sein Stoßgebet, denn Stoßgebet haut doch mehr rein. Sie macht mal Schneesturm. Mal gucken, was macht. Ach so, ich bin ja stumm. Das hättest du nicht gedacht, du abgeöfneter Schwefelstinker. Noch ein Schlag und du frisst Staub. Egal, in der Hölle ist es auch viel kuscheliger als hier. Gerade dem man bestimmt die Seelen der Toten. Lieber Hilfe! Die hauen mich kaputt. Fuck Dankwart, der ist hier für die Heilung zuständig. Ich bin schon zur Stelle. Einen kurzen Moment noch. Pschung. Oh. Ich würde sagen, er haut mal auf den. Nein. Machen wir es wieder so. Er macht mal Heiltrank mit Dankwart. Er macht sein Wunder mit Stoßgebet auf den gehörnten Dämon. Sie benutzt den Heiltrank mit dem kleinen Jungen. Und er kann ja immer noch nicht. Deswegen benutzt er mal ein Heilkraut mit Libra. Grandy kann wieder singen oder sprechen. Und er ist tot. Dankwart leuchtet aus. Gut, dass wir ihn jetzt gerettet haben. So, und wir hauen jetzt die Düsterschrecks nochmal schnell zu kaputt. Kaputt hauen wir die Dinger, Alter. Alter, die Dinger hauen wir kaputt. Junge! Elektrischer Anfall. Okay, und er ist tot. So. Ich muss sagen, das war doch ein etwas härterer Kampf, als ich dachte. Und er ist tot. Gut. Grandy 28, Tarius 21. Schön. Bam. Oh, und wir heilen uns gerade nochmal schnell. Das fängt ja schon mal gut an hier in der Folge, indem wir nochmal kurz in diese Stadt zurückrennen und gleich alle Monster zu
töten. Nee, hier waren wir falsch. Und wir legen uns schlafen. Gute Nacht. Ach, die Musik, ey. Die bringt aber echt jemanden zum Schlafen. Der arme Hund muss die ganze Zeit hören. Könnt ihr ja mal rausgehen und könnt diesen supergeilen Beat hören. Nee, super Musik. Trotzdem nach unten klettern. So, und wir gehen jetzt mal... Nein. Daher. Bernhelms los. Okay, was geht denn hier? Hier geht nichts. Dann gehen wir einfach mal hoch und schauen uns hier erstmal um. Da ist der Mond, dunkel der Mond. Da hinten sind ein paar Wölfchen. Hier haben wir zwei Heilkräuter gefunden. Das ist sehr toll. Was ist das? Ich will noch nicht mit dem reden. Ein hohler Baumstamm. Und da ist noch was. Ich habe immer noch keine Schaufel, fällt mir gerade so ein. Was ist denn hier los? Wie ist denn das? Hallo, Madame. Fremde? Ihr seid ja hierher gekommen. Fremde dürfen nicht nach Bernhelms los. Fremde dürfen nicht hierher? Bernhelms los? Ihr seht irgendwie besorgt aus. Fremde dürfen nicht hierher? Wir leben hier für uns allein. Wir haben unsere Gründe dafür. Hilft mit Xania. Wenn ihr mehr wissen wollt. Und wo finde ich dieses Xania? Sie wird wohl im Haus sein, um ihre Schwertkünste zu perfektionieren. Warum reden die schon mit? Hallo, ich habe euch nie einen neuen gesehen. Wer seid ihr, Leute? Ich bin Grandy und das sind meine Freunde. Sag mal, kannst du etwas über diesen Ort erzählen? Ich bin der Hannes, aber ich darf nichts sagen. Da müsst ihr zu Sinja gehen. Und Hühnchen. Chicken. Ja. Wer ist das? Guten Tag, ich heiße Grandy. Ei, ich bin der Radolf. Was tut ihr da? Ei, sieht man das nicht? Ich sehe aus. Nur dumm, dass hier kaum etwas wächst bei der Finsternis, ne? Könnt ihr uns vielleicht etwas über diesen Ort erzählen? Na, keine Zeit. Geht ins Haus, Xania. Dann wird euch alles erzählen, was ihr wissen müsst. Du warst. Hallo, Xania. Wie seid ihr hier reingekommen? Fremde, ist es verboten, nach Bernhelms loszukommen. Ihr braucht mal eine Abreibung. Immer ruhig und freundlich. Immer mit der Ruhe, gute Frau. Wir kommen in friedlicher Absicht. Wir sind Wanderer und haben zufällig den Weg hierher gefunden. Durch Zufall, so. Nun gut, ihr seid vorerst willkommen, sofern ihr euch anständig benehmt. Dürfen wir euch ein paar Fragen stellen? Solange sie nicht beantworten muss, erzählt mir von eurer Suppe. Warum Bernhelms los? Ein Mann namens Bernhelm war indirekt für die Gründung dieser Sippe verantwortlich. Wir wissen nicht, was aus ihm geworden ist. Auf meinen Reisen habe ich einen Mann namens Bernhelm kennengelernt. Tatsächlich? Erzählt mir von ihm. Er lebt mit seinen beiden Kindern, Dudu und Dada, fernab jeglicher Zivilisation in der Eisöde. Das wusste ich ja noch gar nicht. Warum er dieses Schicksal gewählt hat, ist mir nicht bekannt. Er wollte nicht darüber reden, also ließ ich ihn Frieden. Nun, ich kann mir seine Gründe dafür gut vorstellen. Könnt ihr mir etwas von ihm ausrichten, falls ihr doch einmal in die Eisöde kommt? Falls wir noch einmal diese Plackerei auf uns nehmen, kein Problem. Sagt Bernhelm, dass wir hier eine Sippe haben, wo für ihn und seine Familie immer ein Platz sein wird. Er wird die Botschaft verstehen. Das ist ja schön und gut, aber ich verstehe sie nicht. Könnt ihr mir nicht auf die Sprünge helfen? Entschuldigt, aber diese Auskunft könnte die Sicherheit meiner Leute gefährden. Fragt etwas anderes bitte. Ich auch keine Fragen. Gut, dann gehabt euch wohl. What the hell? Ein knuffiger, dicker Teddy. Eine Puppe. Ich will hier irgendwas klauen. Okay, gut. Vielleicht nochmal. Erzählt mal von eurer Sippe. Wir leben hier schon seit 10 Jahren. Nur ich, Tika und ihr Gemahl Radulf und ihre Kinder. Oft ist es nicht leicht. Ein Rudel Schreckenswölfe macht uns revierstreitig. Außerdem wächst hier fast nichts wegen der dauernden Finsternis. Aber ihr schlagt uns durch. Ich weiß, dass ein Mädchen ist. Ich rede trotzdem so. Warum verlasst ihr diesen Ort nicht einfach? Es gibt friedlichere Plätze. Wir haben unsere Gründe. Habt ihr sonst noch Fragen? Erzähl mir von euch selbst. Ich sorge für die Sicherheit der Gemeinschaft. Radolf und Tika sind keine Krieger. Ich hingegen war früher Oberhaupt der Wache von Nüsterburg. Aber das ist lange her. Reden wir über was anderes. Gut, dann gehabt euch wohl. So, wir haben noch Zeit.
So, wir sind jetzt hier in Bernheim. Ich war hier in Bernhelms los, aber ich war hier noch nie. Kann ich ganz ehrlich zugeben. Ich war hier noch nie. Also, vielen, vielen Dank nochmal an meinen Tippgeber. Ich hätte jetzt nochmal nachschauen können. Ich tippe. Es tut mir leid. Wie gesagt, ich habe die Aufgaben direkt drüber genommen. Weitergemacht. Da. Ja, besiegen wir mal einen kleinen Wölfe hier. Vielleicht wäre es... Wie viele sind es? Er tötet mir erstmal den Lightbolt. Ah, Lightbolt ist da. Den Dicken hat's erwischt. Bam! Das war ja nichts, ey. Leute, strengt euch mal an. Wir machen nämlich jetzt mal hier einen Sternschauer und sie benutzt nochmal den Flammenschlag und er macht Attack auf Schreck. Zing, 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 zing. So, danke. Na gut, jetzt töten wir sie mal. Oh, jetzt sind sie alle tot. Easy. Ja, Wolfspelz eingesagt. Lieferat 24 erreicht, aber schön. So, können wir jetzt die gute Nachricht überbringen, dass wir die gerettet haben? Gut, dass wir nochmal mit dir geredet haben, sonst hätte ich das nicht erfahren. Hallo, Alter, wie seid ihr noch hier? Was gibt's? Wir hätten da noch ein paar Fragen. Okay, schön, ich darf sie nicht mehrmals fragen. Gut. Jetzt habe ich aber die Leute, die Wölfchen. Was muss ich jetzt machen? Ja gut, ich könnte eigentlich mal weitergehen. Ich glaube, wir gehen mal zu dem Herrn Bernhelm. Gut, dass Granny noch so ein Wissen hat, ein hohler Baumstamm, da muss doch noch drin sein. Wer ist das hier eigentlich? Ich muss mal gerade gucken. Uno Momentum. Kurz, ein Moment schön. Wer seid denn ihr? Ihr gehört nicht zu Xanyas Rudel und seid mir auch sonst nicht bekannt. Offenbart euch dem Wächter. Wir sind nur ein paar Wanderer, Herr Wächter. Wir haben keine bösen Absichten. Dann sagt mir, was euer Begehr ist. Eklig. Wir hacken dich in kleinen Kiesel. Wir möchten durchgelassen werden. Wir wollen wissen, was du bist. Wir möchten unseren Weg gehen. Unser Weg wird kein leichter sein. Unser Weg wird steinig und schwer. Seit vielen Menschenaltern stehe ich nun hier und niemals durfte ein Sterblicher diesen geweihten Ort betreten. Nennt mir einen Grund, warum gerade es euch passieren lassen sollte. Weil wir ganz die Bitte sagen, die sonst zu matt schauen, doch lieber weitergehen. Sehe ich etwa so aus, als ob ich mich durch euer Gewinsel erweichen lassen würde. Nein, ihr habt recht. Aber dürfen wir noch etwas anderes sagen? Sprecht, wenn es euch dazu drängt. Wir werden unseren Weg gehen. Ja, dann holen wir es mit Bernheim. Vielleicht hilft er uns, um weiterzukommen. Ach, ekelhaft. Wenn ihr das in meinem Gesicht blinken seht, dann ist es, weil mein Bildschirm so ein bisschen flackert. Also ich hoffe, bei euch im Video wird nichts davon ankommen, aber mein Bildschirm flackert es.
Zu riskant. Gehen wir nur zu Bernhelm. Ja, gut, Bernhelm. Grandy, schön euch wiederzusehen. Was treibt ihr zurück in diese eisigen Kälte? Wir kommen aus Düsterburg und sollen euch von einer Frau namens Xania eine Botschaft überbringen. Xania? Dann hat sie euch alles erzählt. Nein, sie hielt es sich sehr bedeckt. Wir sollen euch sagen, dass sie in ihrer Sippe immer noch ein Platz für euch und eure Kinder frei ist. Dann hat der Fluch aus sie getroffen. Natürlich. Ich sah, wie sie mit Brunhilde kämpfte. Bernhelm, ich denke, es ist an der Zeit, dass sie uns alles erzählt. Wer seid ihr? Euer Gesicht kommt mir bekannt vor. Ich bin Dankwart Denkelprack. Dankwart, ja. Ich habe mich Granny und Libra angeschlossen, um den Herzog von Düsterburg zu stürzen. Meine Güte, der Herzog. Uns wurde immer gesagt, ihr wärt tot. Ich lebe noch und ich beabsichtige, meinen Titel zurückzufordern. Aber darum geht es hier nicht. Was in Düsterburg geschehen? Warum seid ihr mit euren Kindern hierher geflohen, fernab jeglicher Zivilisation? Bitte, erspart mir das, Herr Dankbart. Es ist eine schreckliche Geschichte voller Blut und Tränen. Bernhelm, ich will euch helfen, damit Dada und Dudu wieder mit anderen Kindern spielen können. Das wird nie wieder möglich sein. Sie sind nicht wie andere Kinder. Erklärt euch, Bernhelm, was ist in Düsterburg geschehen? Der Herzog. Ich meine, der neue Herzog. Die Bevölkerung war gegen ihn. Er reagierte mit eiserner Faust. Er löste die Stadtwache auf und setzte stattdessen seine eigenen Schergen ein. Es waren Wolfsmenschen, barbarische Kreaturen, die Vergnügen daran hatten, die Bevölkerung zu quälen. Eines Tages fielen sie über meine Frau her. Sie erzählten mir nichts davon. Aber bei diesem Vorfall wurde sie angesteckt. Es ist eine Art Krankheit oder ein Fluch. Dada und Dudu wurden damit geboren. Ich habe davon gehört. Man nennt es Lykantrophie. Ihr verwandelt euch bei Vollmond selbst in einen Wolf. Nein, so ist es nicht. Wir haben unsere Gestalt unter Kontrolle, zumindest meistens, nur ganz selten. Eines Tages passiert es. Wir wurden überfallen und verteidigten uns in der Wolfsgestalt. Einige Leute beobachteten den Vorfall. Sie meldeten es bei der Stadtwache. Entschuldigt, aber ihr habt gesagt, Warmfried hätte die Stadtwache aufgelöst. Dieser Zustand war auf Dauer nicht haltbar. Die Bevölkerung drohte sich zu erheben, also gab der Herzog nach und zog seine Wolfsmenschen ab. Ich verstehe. Entschuldigt bitte, dass ich euch unterbrochen habe. Fahrt fort. Der Hass gegen die Wolfsmenschen saß immer noch tief in den Menschen, in den Herzen der Menschen. Obgleich Xania, die Kommandantin der Stadtwache, sich für uns ausgesprochen hatte, kamen sie zu unserem Haus. Sie waren mit Fackeln und Mistgabeln bewaffnet. Und uns war klar, was uns blühte. Sollten sie uns in die Hände bekommen. Brunhild, meine Frau, ging auf die Meute los. Sie schrie mich an, ich solle Dudu und Dada nehmen und die Flucht ergreifen. Sie war immer schon die energische von uns beiden. Ich schnappte die Kleinen und rannte ums Leben. Ich habe Brunhild nie wieder gesehen. Selbst das Grab vor dem Haus hat nur symbolischen Charakter. Eine Frage noch. Wie seid ihr an Harkon, meinen Wächtern, vorbeigekommen? Ich erzählte ihm, was geschehen war. Er hatte Mitleid mit mir und den Kleinen und ließ uns passieren. Nun, ich denke, ich werde seine Pflichtvergessenheit nicht ankreiden. Er hat sich wie ein Edelmann verhalten. Euer Schicksal dauert mich. Bernhelm, aber wir müssen weiter. Ich werde Harkon institutieren, dass er euch und eure Kinder ein weiteres Mal passieren lassen soll. Ich denke, ihr solltet Xanias Angebot annehmen, schon eure Kinder wegen. Wir haben euch den Weg zu Xanias Versteck auf dieser Karte eingezeichnet. Lebt wohl einfach in Bernhelm. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in Bernhelms Los. Dank Gott hat Stufe 28 erreicht und Tarius Stufe 22. Ja, geilomatico, ey. Gerade rechtzeitig. Ich glaube, wir müssen jetzt erstmal wieder zu dem... Konnte man da speichern? Nicht der Schwester, da kann man auch nicht speichern. Mark Rahmstein, okay, wir gehen jetzt nochmal schnell zum Wirtshaus, um abzuspeichern.
Oh ja, das war ja schon cool, ey. Wir werden jetzt auf jeden Fall nächstes Mal im Bernheim Slows weitermachen und versuchen, den Wächter klein zu hauen. Und erst danach geht's dann weiter mit der Quest der Schreinen an. Weil... Ja. Hoffentlich können wir irgendwo abspeichern, ey. Das geht voll auf uns. Ja. Na klar. Ei klar. Ich will doch nur irgendwo abspeichern, meine Fresse, ey. Nach Norden geht's zur Burg des Herzogs, im Westen Königsberg. Oh, geh weg. Oh, da war noch einer. Oh nein. Hier ist der Durchgang, genauso wie der Hölzfäller es beschrieben hat. Oh, können wir vielleicht irgendwo abspeichern, meine Fresse, ey. Das geht mir voll auf den Nerv. Und ich habe immer noch keinen Schaufel. Lasst mich irgendwo abspeichern. Meine Güte, ey, ich muss die Folge beenden. Es wird heute eine längere Folge. Viel Spaß. Jetzt geht's. Super, wenn ich jetzt verliere, ey. Monster greift an. Attack, Monster. Oh Gott, das wird jetzt mal schön lange dauern. Stoßgebet. Magie. Mach mal einen Feuerball auf dieses dreckige Vieh und du machst Tanz der Sonne. 53. 200! Ja, weiter geht's, ne? Mir fällt gerade ein, wenn wir das besiegen, werden wir dann nicht zu dieser Gestalt? Kann das nicht irgendwie... Sollte es nicht irgendwie so sein, ne? Naja, machen wir es trotzdem tot. Macht ja Spaß. Meine Fresse, ey. Auch der lange. Was haben wir? Uff, ein harter Bock. Er ist in die Höhle da hinten geflüchtet. Lass uns doch bitte abspeichern, wenn die ja schon von 29 erreicht. Wir werden jetzt erstmal. Können von Dankbar benutzen, mal Allheilung. So, müssten eigentlich recht alle wieder geheilt sein. Ich hab's vergessen und übersehen. Oh, da kann man ja speichern. So. Okay, es tut mir leid, Leute. Dann hätten wir die Folge gar nicht mehr so lange machen müssen. Wir hätten auch nicht die ganze Scheiße machen müssen. Und dann besiegen wir jetzt erstmal das Monster und dann gehen wir wieder zurück. Aber das ist in der nächsten Folge. Also, tatsächlich beenden. Ja, haut rein, Leute. Euer Freshflix. Hoffentlich hat es euch wieder Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal dabei, Part 20. Das war Part 19. Haut rein.